Die Protagonisten des heutigen Sonntagsvideos sind auf den ersten Blick ganz berühmte Trainingportale, aber eben nur auf den ersten Blick. Einen schönen Sonntag wünscht euch der Callcenter Crusher. Die erste Firma bezieht sich auf JP Morgan und Binance und gibt vor, beides zu sein oder mit beiden eine Partnerschaft eingegangen zu sein. Für diesen ersten Versuch des Betruges benötigen die schon drei Anrufe. Und nun viel Spaß mit den Anrufen. Nach dem Intro geht's direkt los. Hallo? Ja, grüß Sie, Thorsten John auch mal. Hallöchen. Wer ist da bitte? Der Thorsten John. Der sagt mir nichts. Wer sind Sie? Sagt dir wahrscheinlich, wir haben es noch nie gehört. Und zwar hatten wir letztes Jahr im Mai auf der Plattform Bitcoin 360 AI investiert. Wir haben das ganze Portfolio aufgekauft. Die Seite ist ja nicht mehr online. Und wollten Sie da jetzt fragen, wollen Sie da vielleicht sich die Plattform von uns anschauen? Möchten Sie auszahlen? Möchten Sie weiter investieren? Wie wir da weiter jetzt vorgehen? Auszahlen, sagten Sie? Das sagte ich nicht, ich habe den Raum geworfen. Was wir da daraus machen, das ist, dass da... Ja, Sie sagten doch, möchten Sie auszahlen. Ja, das war eine der Alternativen tatsächlich. Also, ich kann Ihnen drei Gut, Sachen wie viel Geld kann ich denn auszahlen bei Ihnen? Das sind aktuell, lassen Sie mich kurz schauen, umgerechnet in Euro wären das ungefähr 7.410 Euro. Ja, sehr schön, dann möchte ich auszahlen. Moment, dann leite ich Sie einmal in die, muss ich mal schauen, ist gerade nicht frei. Wann kann man Sie erreichen zum Auszahlen? Jetzt. Ja gut, jetzt, ich bin ja nicht von der Auszahlungsabteilung. Ich müsste da ja einen freien Slot kriegen. Jetzt. Darf ich mal kurz schauen, Moment mal. Ich hätte noch einen Slot frei um 12.50 ungefähr. Passt das? Ja, machen wir das. 12.50. So, trage ich so ein, dann kriegen Sie gleich in den nächsten Minuten einen Anruf und seien Sie dann bitte vom Rechner bereit. Ja gut, wieso von Rechner? Wie ja, war jetzt Ihr Name nochmal und Ihre Firma? Mein Name ist Thorsten John von der JP Investment AG. Wir haben die Plattform, wo Sie damals investiert haben, komplett aufgekauft, beziehungsweise das heißt aufgekauft, übernommen. Und ich wickle gerade das Portfolio ab, beziehungsweise ich kontaktiere gerade die damals investiert haben und frage die eben halt genau das, was ich sie gefragt hatte. Und wenn sie sagen, sie möchten nicht mehr weiter investieren oder möchten ihr Portfolio auflösen, dann werden sie in die entsprechende Abteilung weitergeleitet und dementsprechend abgefertigt. Und da müssten Sie sich nicht mehr einigen, weil ich kann ja nicht einfach ein Portfolio auflösen lassen oder kein Dritter. Das müssten Sie dann selber am PC machen mit dem Kollegen. Der zeigt Ihnen das dann, wo Sie dann auf Auszahlen klicken. Dann müssten Sie noch dieses Anti-Geldwäsche-Formular ausfüllen, wo Sie halt angeben, Sie haben halt nicht für Dritte gehandelt, Sie sind kein US-Bürger, hast du nicht gesehen, diese ganzen Geschichten. Und wenn Sie halt dann Echtzeitüberweisung haben, haben Sie es heute noch drauf. Wenn Sie keine Echtzeitüberweisung haben, haben Sie es spätestens morgen drauf. Ja. Na gut, dann sollen die mich halt anrufen. Alles klar. Ich trage Sie so ein, es müssen dann in den nächsten Minuten, wie gesagt, sobald das Slot frei ist, weil wir haben halt eine gewisse Kapazität an Mitarbeitern, je nachdem, wie das Telefon Ja, gut, okay. 12.50 Uhr, sagen Sie? Das ist in den nächsten Minuten, also bitte verhaften Sie mich jetzt nicht auf die genaue Minute, weil es ist halt je nachdem, wie viel Telefon aufkommen und Gespräche da gerade sind, aber ich habe Sie in die Wiedervorlage in der entsprechenden Abteilung markiert und dementsprechend wird Sie dann in der nächsten Zeit jemand anrufen. Seien Sie bitte in den nächsten Minuten bereit vom Rechner. Und dann kann es schon losgehen. Gut, und Sie rufen jetzt an, von wo aus genau? Also sprich, aus welchem Land? Ich rufe Deutschland an. Bitte? Haben Sie nicht meine Nummer? Auf Deutschland rufe ich an. Haben Sie nicht meine Nummer auf dem Display? Doch, habe ich eben, ja. Das ist keine deutsche Vorwahl. Wie, das ist keine deutsche Vorwahl? Das ist keine deutsche Vorwahl. Also das 4969 ist Frankfurter Vorwahl. Nein. Plus 49 ist Deutschland, 69 ist die, der eigene. Nein, hier ist kein Plus 49. Was denn? 37. Doch, ist so, sehe ich hier. Nee. Doch, ich sehe, was ich sehe. Also keine Ahnung, ich kann nur sagen, also ich Sie rufen aus Estland an. Nee, ich rufe garantiert nicht aus Estland an. Doch, das sehe ich doch hier. Ihre Nummer aus Estland wird angezeigt.
Ja gut, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir nicht erklären. Ich aber, ich sehe es ja hier. Keine Ahnung, rufen Sie dann gleich zu, das ist ein Fehler. Was für ein Handy haben Sie denn, ein iPhone oder ein Samsung? Oder? Sie merken noch nicht mal, dass Sie auf einem Festnetz anrufen. Den merke ich nicht. Ich habe ja auf den Kunden draufgeklickt, habe da auf Anrufen geklickt. Ich habe jetzt nicht irgendwie jetzt mich mit Ihrer Nummer beschäftigt, oder? Ja, das sieht man normalerweise an der Telefonnummer. Also Sie kennen meine Telefonnummer gar nicht. Okay, gut. Ich rufe nach 150 Leute an. Ich kann mich jetzt nicht mit dieser einzelnen Nummer beschäftigen. Also so vom ja, aber ich sehe genau, dass Sie eine Länderkennung aus Estland haben. Kann ich mir nicht erklären. Ja, das wird mir bei mir angezeigt. Ja, dann lassen Sie das den Kollegen dann mal erklären. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Okay, ich habe Sie so eingetragen. Bis gleich. Jo, danke. Ja, Hallöchen, von der Auszahlung, von der Finanze. Thomas hat da, kann ich gerne reden. Ja, sind Sie richtig? Sind Sie Verrechner? Ja, wer sind Sie genau und von welcher Firma rufen Sie an? Aus Binance.com, Binance. Aha, okay. Und da hätten wir mal kurz den AnyDesk-Programm, haben Sie wahrscheinlich auf dem Rechner. Nein. Ja, dann müssen Sie das machen. Wozu brauchen wir den? Dass wir natürlich nochmal kurz uns einloggen auf der Binance und das... Ja, das kann ich ja machen, das ist ja kein Problem. Ja, aber dann sehe ich ja nicht. Ja, eben. Sie müssen ja auf mein Konto ja auch nicht sehen. Auf dem Konto loggen wir uns ja nicht ein. Ja, Sie haben gesagt, ich soll mich bei Binance einloggen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also Binance. Ja, eben. Kann ich ja machen. Gar kein Problem. Ja, aber da muss ich ja sehen können. Nee, das müssen Sie doch nicht sehen. Denn wozu müssten Sie das sehen? Also eine andere Auszahlung kann ich ja leider nicht machen. Also ach so. Also und von welcher Firma sind Sie? Sie haben gesagt, Sie sind von Binance. Richtig, das ist gut. Dann nennen Sie mir doch bitte mal meine Wallet-Nummer. Deine Wallet-Nummer? Ihre bitte. Ja, kann ich gerne nennen. Ja. Moment. Ich will nur mal schnell abrufen. Augenblick. Wollen Sie mir da was überweisen, oder? Nein, ich möchte einfach nur Ihre wissen, ob Sie bei Binance arbeiten, indem Sie mir meine Wallet-Nummer sagen. Ja, sage ich ja gern. Morgen, ja? Haben Sie wahrscheinlich eine Minute Zeit, oder? Bitte? Haben Sie wahrscheinlich eine Minute Zeit. Ich verstehe Sie leider nicht. Sie sind sehr abgehakt in der Lautstärke. Ich meine, eine Minute Zeit haben Sie wahrscheinlich. Ich habe die Zeit. Ich warte jetzt drauf, dass Sie mir meine Wallet-Nummer vorlegen von Binance. Okay, dann logge ich mich noch kurz schnell ein. Blick. Sie können mir aber auch sicher gerne eine E-Mail schreiben von Binance.com. Kann ich dir auch. Dir, Ihnen bitte. Wir sind nicht per Du. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist schlimm. Sollte die Form gewahrt werden. So, wie ist denn meine Nummer nun? Ja, warte, ich logge mich doch gerade ein. Also das dauert aber lange, wenn Sie von beiden sind, dass Sie sich so lange Zeit brauchen, um sich einzuloggen. Wie lange brauchen Sie? Ich brauche da nicht so lange. Meinen Sie, Sie sind schneller? Bitte? Meinen Sie, Sie sind schneller? Ja, sicherlich. Und raus ist er. Hallo? Ja, hallöchen, guten Tag. Guten Tag. Zweck der Auszahlung. Ja, Zweck der Auszahlung rufe ich nochmal gerade an. Wer sind Sie? Schmitz, mein Name, von der Binance. Zweck der Auszahlung. Sie haben ja wahrscheinlich heute mit einem Kollegen gesprochen und einen Termin vereinbart. Sind Sie vor Rechner? Ja, er hat aber aufgelegt. Er hat aufgelegt? Richtig. Mit wem haben Sie da gesprochen? Weiß ich nicht mehr den Namen. Mit so vielen Leuten von der Binance spreche ich ja nicht.
Sie sind also von der Firma Binance, ja? Ja, genau. Okay. Ja, weil ich weiß noch, ich hatte ihn gefragt, er hat ja gesagt, Binance, da haben wir ja eine Crypto-Wallet. Und um Sie zu verifizieren, ob er wirklich von Binance ist, sollte er mir mal meine Crypto-Wallet-Nummer vorlesen. Können Sie das bitte jetzt machen? Oder Sie sind das. Oder, ah ja, genau. Ach du Hurensohn. Lustiger Betrüger. So viel zum Thema, eine andere Firma ruft an. Komisch, dass JP Morgan und Binance wohl im selben Büro sitzen und mithören. Der nächste Anrufer gibt sich als Kapital 500 aus und scheitert grandios. Nun viel Spaß mit der zweiten Firma. Los geht's. Hallo? Hallo. Ja, hallo, guten Tag, grüße. Fabulanti am Apparat. Ich bin doch hier mit dem Herrn Georg Vorreiter verbunden, oder? Ja, wer ist da bitte? Freut mich. Fabio Lanza lautet mein Name. Ich suche Sie von Kapital 500. Aha. Also, Sie haben hier eine kleine Registrierung durchgeführt, wo Sie Interesse zu dem Bereich Onlinehandel gezeigt haben. Und diesbezüglich wollte ich Ihnen gerne mal die Webseite zeigen, wie die Webseite funktioniert und wie wir Onlinehandel betreiben können. Können wir das kurz durchführen, bitte? Kapital 500? Kapital 500. Habe ich mich nicht registriert. Haben Sie schon, ich habe Ihr Konto hier vor mir liegen, deswegen rufe ich Sie an. Das Konto bezieht sich natürlich auf Null, dass Sie bis jetzt noch nichts investiert haben, aber das können wir gerne ganz schnell ändern. Ja gut, also Sie sagen, ich hätte mich bei Kapital 500 registriert. Wann hätte ich das gemacht? Registriert, korrekt. Und hier würden wir dann eine kleine Investition vornehmen, wo wir dann mit dem Onlinehandel hallo? Durchführen können. Ja? Ich habe gerade gefragt, wann hatte ich mich dort registriert? Laut Anmerkung vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Ja, laut Anmerkung, also laut Vormerk. Das Konto war inaktiv, deswegen ist das erst heute bei mir dann durchgekommen. Ich kann ja mal gucken, also Kapital wäre mir neu. Ich hab ja protokolliert, wo ich mich angemeldet habe. Aber hier haben Sie sich schon angemeldet. Und das bedeutet, Bei Kapital, wann genau bitte? Das müssen Sie ja dann sehen. Na, so ist das geschehen. Ja, wann genau, habe ich gefragt. Ich habe gesagt, vor 2 Monaten bedeutet in Juni. Wann genau in Juni, habe ich leider jetzt nicht vor. Ach, das ist so. Sie haben einfach nur das Konto erstellt. Sie haben das Konto jetzt nicht aufgeladen und deswegen konnten wir jetzt leider nichts bestätigen. Denn da würde ich Sie anrufen, werde Ihnen das Konto bestätigen, Ihnen natürlich die Garantie geben, dass wir 10-40% hier garantieren, dass Sie dann Geld durch uns profitieren und dass wir alles dann weiterhin so miteinander dann handeln bzw. behandeln können. Ja, dann erzählen Sie mal. Der weitere Ablauf. Dann erzählen Sie mal, was wir jetzt anbieten. Naja, das bedeutet, den ersten Schritt haben Sie schon gemacht. Sie haben sich angemeldet, Sie haben Konto erstellt. Der zweite Schritt wäre, das Konto zu aktivisieren. Das bedeutet, Sie wirken hier verschiedene Aktien, Kryptowährungen, Indizien, Rohstoffe, Firmen kaufen und Geld dadurch profitieren. Das bedeutet, wir machen die Investition und wir gewinnen durch die Profitsaison. Wir garantieren Ihnen bei der Investition, die Sie durchführen von uns, 10% bis zu 40% Profit. Das bedeutet, von dem Geld, was Sie investieren. Und damit Sie eine Testphase natürlich erleben können und wissen, wie die Seite funktioniert, würden Sie nur 250 Euro investieren. Durch die 250 Euro können Sie die Arbeit beobachten. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt und die Idee und Weise, wie Sie Geld profitieren, dann machen wir gerne weiter. Falls Ihnen die Arbeit nicht gefällt und Sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht weitermachen, dann können wir alles schließen und das fest. Und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Das Lot einer Auszahlung ist jederzeit bei uns möglich. Gut, also Ihre Webseite ist Kapital 500. Kapital500.sx Siegfried Xaver. Können Sie es mal buchstabieren, bitte, genau? Gerne. Also soll ich das Ganze buchstabieren, oder? Richtig, ja. Okay, gerne. Also Kapital, Cesar Anton Paula Ida. Ach so, Capital. Ja. Nee, da, na gut, machen Sie weiter. Capital. 500, 500. Mhm. Punkt, Siegfried Xaver. Augenblick, so.
500, dann Punkt. Siegfried Xaver, Essig. Mhm. Ja, aber das hat ja, glaube ich, mit der anderen Kapital 500 nicht zu tun, weil das wird ja mit K geschrieben. Nein, nein, Kapital 500 wird mit C geschrieben, weil das international ist. Nee, aber diese andere bekannte Plattform wird ja mit K geschrieben. Nein. Doch. Wird es nicht. Nein. Ich garantiere das. Deswegen rufe ich ja nicht. Ich rufe sie von Kapital 500 an. Und ich sage, wie das abläuft. Ja, das ist die Idee aus und Weise, wie das alles kooperiert werden. Das bedeutet, das Einzige, was Sie entscheiden würden, ist, wann Sie dann mit der Arbeit beginnen wollen. Wir machen die Arbeit für Sie, das bedeutet, selber müssen Sie ja nichts machen. Es gibt ja verschiedene Firmen, wo Sie Geld investieren und wo Sie dann selber die Investition vornehmen müssen. Und bei uns machen wir die Investition für Sie, das bedeutet, Sie entscheiden, mit wie viel Geld Sie starten. Und wir bekommen Signale, bedeutet sichere Signale hier im Büro, welche Firmen jetzt Profit machen, wo wir das Geld einsetzen können und wo sie dann Geld gewinnen. So ach, ist dann der das wissen Ablauf. Sie im Voraus, welche Firmen oder welche Gewinne gemacht werden können? Korrekt, das bedeutet nicht im Voraus, sondern wir bekommen tagesaktuell. Bedeutet, heute bekommen wir zum Beispiel eine Meldung, dass der Bitcoin-Kurs hochgeht, dann investieren wir das Geld in Bitcoins. Wenn wir morgen dann die gleiche Meldung haben, dann verbleibt das so. Ja, aber das ist ja... Wenn man zum Beispiel eine Meldung bekommt, dass das Geld dass Bitcoins jetzt fällt, dann ziehen wir uns zurück und wir ziehen nur den Profit zurück. Das heißt, wir machen nur den Gewinn von dem ersten Tag und wir machen dann mit einer anderen Firma weiter. Ja, aber trotz allem ist es ja im Voraus. Ja, ja, im Voraus an sich schon. Ja, das eben. Bedeutet, wir wissen das und Sie persönlich können leider das selber nicht erforschen im Internet, aber wir wissen dann, wo wir dann Geld investieren, damit wir dann auf Geld profitieren können, selbstverständlich. Achso, dann machen Sie sowas wie Insider-Geschäfte? Ja. Ah ja, okay. Gut, dann können Sie mir mal ein bisschen was, wie genau, also Sie sagten 10-40%? Von dem, was Sie einsetzen. Ja, 10-40%, das ist ja ein sehr breiter Bereich. Können Sie das ein bisschen genauer definieren? Naja, genauer definieren sind bei, sagen wir, 25% ist eine genaue Definition von dem, was Sie einsetzen, dass Sie dann hier 100%ig raus haben. Mhm. Das bedeutet, 10-40% ist so allgemein gemeint, wenn jetzt hier der Aktienkurs nicht so steigt, das soll, wenn das jetzt nicht so stark ist. Ach, Sie meinen jetzt bei Aktien? Ja, allgemein. Also, denn ja, wir handeln ja nicht nur mit Aktien. Ja, mit was genau handeln Sie denn? Weil allgemein kann man ja nicht sagen, Aktien, es gibt ja noch verschiedene andere. Es gibt Forex. Ganz genau. Ja. Es gibt Forex, es gibt... Hallo. Würden Sie mich bitte freundlicherweise mal ausreden lassen, wenn ich etwas aufzähle oder frage? Und mich nicht unterbrechen? Gerne. Es gibt ja nun verschiedene Märkte. Es gibt Forex... Es gibt Devisen halt, es gibt ETF, es gibt Rohstoffe und das kann ja nicht alles 10-50% oder 40% sein. Naja, das bedeutet, von der Arbeit, wir handeln dort, wo es aktuell am, sagen wir, den Hauptbereich, also wo es am heißesten ist. Zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, in Metall zu investieren, Gold, Silber und so weiter. Es gibt ja Forex, es gibt Indizien. Es gibt Krypto, was ziemlich hoch geht, es gibt Aktien. Und bei allem dem, es gibt natürlich auch Rohstoffe. Und bei all dem wird jetzt hier angegeben, wer dann am höchsten geht. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Meldung bekommen, dass aktuell Krypto besser läuft als Rohstoffe, dann setzen wir das Geld in Krypto ein. Denn wir haben ja jetzt hier nicht 1000 Möglichkeiten. Denn wenn Sie jetzt hier 100.000 Dollar investieren, dann haben Sie 1000 Möglichkeiten. Aber bei einem geringen Betrag. Aber dann nur den normalen Verlauf. Ja, wenn wir die Meldung bekommen, dass Rohstoffe, zum Beispiel Windenergie, was dann immer steigt, aktuell zu den besten Preisen geschieht, dann handeln wir mit Windenergie. So ist der Ablauf. Gut, Sie sagten Bitcoin. Wie ist denn der aktuelle Bitcoin-Kurs in Euro? Ist der gestiegen, sagten Sie? Aktuell kann ich das kurz überprüfen, einen kleinen Moment. Nur ganz kurz, ich sage Ihnen gleich Bescheid.
Also der aktuelle Bitcoin-Kurs in Euro ist ein Bitcoin $55.000. Das bedeutet, der ist aktuell nicht gestiegen, sondern der ist heute so um die 0,7% gefallen. Ja, okay, gut. Also Bitcoin fällt also für mich schon mal aus. Aber Rohstoffe wären für mich interessant. Ich habe gehört, in Paraguay gibt es eine neue Messingmine, die aufgemacht hat. Da wird Messing geschürft. Kann ich mit bei Ihnen mit Messing handeln? Ja. Sie also bei uns selbstverständlich auf Wunsch gemäß. Das bedeutet, wir bekommen ja das Geld von Ihnen. Wir setzen das Geld ein. Und dann, wenn Sie jetzt ein Wunschgeschäft haben, wo Sie sagen, ich möchte gerne bei diesem Geschäft handeln, beziehungsweise mich dort einsetzen, bieten wir die Möglichkeit online, also den Konto, die Position zu öffnen und dann bei der jeweiligen Firma den Handel zu betreiben. Das würde natürlich auch gehen. Das ist ja keine Firma, es geht ja um den Handel mit Messing. Um den Handel allgemein, aber es gibt ja eine Firma, die das vertritt und der dort wird ja das Geld profitiert. Ja, und Sie bieten also den Handel mit Messing an? Ja. Okay, gut, okay. Allgemein was mit Rohstoffen, was zu tun hat. Nee, ich habe ja speziell nach Messing gefragt. Ja. Ja, bieten Sie an. Okay, prima. Und wie kann man bei Ihnen dann jetzt einsteigen genau? Das bedeutet, Sie machen eine Investition von 250 €, damit ich das Konto aktivieren kann für Sie. Ich aktiviere das Konto. Dann bekommen Sie einen Broker, der für Sie zuständig ist, der mit Ihnen natürlich die weiteren Schritte einleitet. Und das wäre es alles. Das bedeutet, Sie besprechen alles telefonisch und müssen selber an sich, ausgenommen von dem, was Sie wünschen und von dem, was Sie erzählen, sonst nichts anderes vornehmen. Mhm. Und wie genau könnte ich jetzt meinen Investitionsbetrag bei Ihnen investieren? Also, das würde so vorgehen. Es gibt hier die Möglichkeiten, das entweder zu überweisen oder mit Ihrer Kreditkarte durch den Link zu bezahlen. Das Sie haben. Überweisung wäre meine Wahl. Eine Überweisung wäre Ihre Wahl. Okay. Sie haben hier eine Telefonnummer. Haben Sie WhatsApp drauf oder soll ich Ihnen eine E-Mail schreiben? Das ist eine Festnetzrufnummer. Da gibt es kein WhatsApp. Ja, da gibt es keine Festnetzrufnummer. Ja, aber beziehungsweise haben Sie eine Nummer, wo Sie dann WhatsApp drauf haben? Nein, oder? WhatsApp ist nicht datenschutzkonform. Okay, gerne. Dann Ihre E-Mail ist georg.vorreiter@mailbox.org. Das ist richtig, ja. Okay, dort kann ich Ihnen gerne eine E-Mail schreiben jetzt. Ja. Okay, Moment. Ich schicke nur ganz schnell die Daten. Welche Daten okay, genau? Ich habe die E-Mail gerade eben gesendet. Sie sagen mir Bescheid, ja, ob die E-Mail angekommen ist. Ja, noch ist nichts da. Prüfen Sie vielleicht hier auf Ihren Spam oder Ihren Junk-Ordner, ob da vielleicht etwas gekommen ist? Ja. Ja, ist tatsächlich was von angekommen. Fabio Lanza ist es. Ja. Ich sehe eine französische IBAN. Haben Sie keine deutsche, kein deutsches Konto? Leider nicht, denn es läuft so dort, wo dann dies am günstigsten versteuert wird. Wird das auch dann eingesetzt. Und bei den aktuellen Markt bei uns ist Frankreich dafür zuständig und deswegen wird eine französische IBAN genutzt. Ja, okay. Und Ihre Firma hat wo Ihren Sitz? In der Schweiz an sich. Ja, Ihre Kapital500.sx ist in der Schweiz ansässig. Korrekt. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Ja, da kann ich Ihnen gerne eine Adresse zukommen, per E-Mail selbstverständlich. Natürlich. Okay. Haben Sie Online-Banking? Ja, hätte ich vielleicht auch, ja. Okay, einfach nur, dass Sie dann die Überweisung vornehmen können, meine ich, damit wir das mit der Überweisung bestätigen können. Ja, aber erstmal brauche ich ja noch ein paar Daten. Zum Beispiel die Adresse Ihrer Firma. Ja. Sie haben ja die Bankdaten und da können Sie die Überweisung ziehen. Ja, aber bevor ich die Überweisung mache, hätte ich gerne noch ein paar Informationen.
Naja, Sie Informationen bekommen Sie im Nachhinein, das bedeutet ja, nee, das die Firma, eine nee, Telefonnummer, nee, nein, wo nein. Sie mit jemandem alles besprechen können, nein. Bekommen Sie alles im Nachgang. Ich werde erst dann überweisen, wenn ich die paar Informationen bekommen habe. Sie sagt, Sie sitzen in der Schweiz, dann senden Sie mir doch bitte mal die Adresse in der Schweiz, wo Sie sitzen. Hallo? Ja, ich höre Ihnen zu. Nur einen kleinen Moment. Ich habe Ihnen die E-Mail gesendet mit den allgemeinen Angaben. Ja. Aber Schweiz ist, hört sich ja schon mal ganz gut an, Schweiz grundsätzlich. Wie bitte? Hören Sie mir nicht zu, wenn ich was sage, oder? Nee, ich höre Ihnen zu, weil leider war ich jetzt kurz abgelenkt hier bei der Arbeit. Also hören Sie mir doch nicht zu, okay. Gut, also ich sagte ja, Schweiz klingt ja nun schon mal sehr seriös, ja. Okay. Und Sie sitzen in der Schweiz, das heißt, mit einem Bankkonto aus... Wie lange ist Ihre Firma denn schon am Markt? Mit dieser Webseite, naja, Kapital 500X. Kapital 500, seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren, mhm. Korrekt. Okay, und als... Ist allgemein neu, also ein bisschen frisch so. Bitte was? Ist allgemein neu, sage ich ja. Seit 7 Jahren ist jetzt hier nicht so eine lange Zeit, aber die Firma war erfolgreich. Das bedeutet, bis jetzt haben wir glücklicherweise keine einzigen Verluste getragen und sind mit der Firma normal durchgekommen. Mhm. Also ich habe jetzt schon mal festgestellt, Ihre Webseite Kapital 500 SX, ich habe Ihren Quelltext ausgelesen. Diese Webseite ist gerade mal vor 8 Tagen gekauft worden, diese Domain. 8 Tage alt. Also 7 Jahre stimmt ja dann schon nicht. Doch, ich sehe das in Ihrem Quelltext. Im Quelltext Ihrer Webseite. Ja, das sehe ich dort. Die Domain kann man ändern, das hat ja nichts nee, zu tun. Nein, nein, die Domain ist nicht geändert, sie ist neu gekauft worden, erstmalig genutzt worden, vor 8 Tagen. Und Sie haben gesagt, Sie arbeiten mit dieser Webseite schon seit 7 Jahren. Ja, das ja die Webseite, das, also die Webseite existiert seit 7 Jahren. Nein. Ich bin jetzt selber nicht das nein. zuständig. Ja, das ist, ja, aber ich sage gerade, diese Domain, diese Webseite ist vor 8 Tagen erst registriert worden. Das kann ja dann schon nicht stimmen. Wenn Sie auf ganz unten gehen, sehen Sie, dass oft ein Copyright 2024 ist und dass die Kapitel... Ja, das stimmt ja nicht. Aber Sie können ja da gerne mal sagen, Sie sind eine Schweizer Firma. Wo sind Sie denn reguliert als Finanzdienstleister? Naja, als Finanzdienstleister, beziehungsweise dort, wo wir alles reguliert haben, ist von Kapital.com in dem Fall, und das kommt in dem Fall von UK, von Großbritannien. Ah ja, und welche Behörde, ja jetzt haben Sie viel gesagt, so, welche Behörde reguliert Sie denn in Großbritannien? Da habe ich jetzt leider nicht den genauen Ansatz. Da kann ich das gerne mal ganz schnell für Sie nachprüfen. Ja, da gibt es ja nur zwei, das ist die FCA und die PRA. Welche von den beiden reguliert Sie denn? Ich überprüfe das mal ganz kurz, damit ja. Ich jetzt, das ist ja ein bisschen anders... Denn für Deutschland hatten wir BaFin in dem Fall, der dafür ach, zuständig Sie, BaFin, ist. Haben Sie auch eine Regulierung bei der BaFin? Ja. Oh, das ist schön. Unter welcher Registriernummer bei der BaFin? Ich habe jetzt hier, die Registriernummer ist die 1050-6220. Das haben also, Sie auch bei der Webseite stehen. Ja, Augenblick, ich gebe es nochmal, sagen Sie nochmal, 10? 50? 6? 2-0. Okay, dann schauen wir doch mal. Nee, diese Nummer ist nicht bei der BaFin reguliert. Habe ich gerade also soeben überprüft. Laut dem System schon. Nein, eben nicht. Ich bin auf der Seite der BaFin. Ich habe das soeben überprüft. Aber Sie sagen doch, in UK werden Sie auch noch reguliert. Und ja, von wem werden Sie da reguliert? Unter der gleichen Nummer in dem Fall. Nee, das geht ja nicht. Man kann ja nicht in UK mit der gleichen Nummer reguliert sein. Wer reguliert Sie denn in UK? Ist es die FCA?
Ja, überprüfen Sie das mal ganz über der FCA. FCA, okay, dann überprüfe ich das nochmal schnell. So, FCA. Schauen wir da doch mal. Augenblick, geht gleich auf. So, zack. So, und dann suchen wir mal. Gerne machen. Na gut. Wisst ihr, was hier steht bei der FCA? Unfortunately, ja. We didn't find any results matching your search term. Das heißt, diese Nummer ist auch nicht bei der FCA reguliert. Okay, können Sie dann noch vielleicht eine andere Nummer überprüfen? Denn ich habe hier auf eine andere Nummer stehen. Natürlich. Da habe ich jetzt leider nichts anderes. Wo soll ich die bitte überprüfen? Bei der FCA? Bei der FCA machen Sie das. Ja, mal. Gut, dann also geben Sie mal die Nummer durch. Ganz genau, aber da sind auch Buchstaben dabei. Also nein, das ist falsch. Das ist falsch. Die FCA hat nur Nummern. Hat nur Nummern, okay. Ja. Ich habe dann leider keine andere Nummer da stehen. Ja, dann sind sie offensichtlich nicht reguliert. Da konnte ich jetzt hier keine andere Nummer finden. Dann sind sie offensichtlich nicht reguliert. Okay, dann überprüfe ich nochmal ganz kurz. Ich frage hier nochmal ganz schnell im Büro nach. Ich behalte einen kleinen Moment dran. Nur einen kleinen Moment, bitte. Natürlich. Hallo, sind Sie noch da? Hallo. Hallo, Herr Lanzer, sind Sie noch da? Ich bedanke mich mal für Geduld. Ja. Ich habe das alles überprüft und bei der Online-Plattform leider kann ich jetzt hier nichts anderes finden. Ausgenommen von dieser Regulierungsnummer habe die ich es ja nicht gibt. Die gibt es ja nicht. Und wie gesagt. Diese Regulierungsnummer, das haben Sie auch bei der Webseite. Wenn Sie jetzt hier bei der Webseite, wo Sie sich befinden, sich herunterscrollen, ja. Das wird Ihnen alles nochmal angezeigt. Wo denn genau Sie bitte? Ganz unten bei der Webseite gehen Sie. So. Von dem, was ich buchstabiert habe. Die Website, die Domain kann ich Ihnen auch gerne per E-Mail zukommen lassen, wenn Sie wünschen. Ach so, Also Sie sind, diese eine Registrierung ist in Australien. Und correct. Ja, und dann die 1052, das ist bei der FCA, das haben wir ja nun fest. Ah, die Registernummer ist eine andere, dann überprüfen wir die doch mal. Okay, so. Dann überprüfen wir die nochmal. So, und wie heißt Ihre Firma? Kapital 500. Ja, okay, sehr schön. Aber diese Lizenz ist für eine andere Firma. Also ich sage Ihnen, was ich hier vor mir habe. Ja, ich sage Ihnen auch, was ich hier vor mir habe. Nämlich, ich habe mich jetzt nicht um die Lizenz gekümmert. Ich kümmere mich nur um die Webseite. Wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, ich habe mich über die Lizenz informiert. Und diese Lizenz gehört einer anderen Firma. Nämlich Kapital.com. Na, Kapital.com, ich habe Ihnen doch gesagt, Kapital 500. Ja, das ist eine andere Firma. Das ist keine andere Firma. Kapital 500 ist eine andere Firma als Kapital.com. Ist so. Nein. Doch, zum Beispiel die Trading-Seite, die Sie ja nun beworben, ist Kapital 500. Aber die Trading-Seite von Kapital.com ist eine ganz andere Trading-Seite. Das heißt, es ist nicht, Sie müssen mir nicht dauernd dazwischen reden. Ich weiß, dass es nicht Ihre Lizenz ist. Das habe ich soeben überprüft.
Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Sie haben doch gesagt, dass Sie von Kapital.com kommen. Nein, Sie haben gesagt, Sie kommen von Kapital 500. Nein, wir sind Kapital 500, aber ich habe gesagt, Kapital 500 kommt von Kapital.com. Nein, das ist falsch. Die Lizenz ist von Kapital.com und nicht von Kapital 500. Okay, wir machen das einfacher für Sie und für mich aus. Denn wir führen ja das Gespräch ein bisschen lange. Ich habe die Vorteile, ich habe Ihnen die Möglichkeiten gezeigt. Ja, genau. Darf ich Ihnen dazu was sagen? Ich habe die Möglichkeit nicht genutzt, von Ihnen betrogen zu werden, denn Sie sind ein Betrüger. Das habe ich rausgefunden. Nein. Doch, natürlich. Ich sage dir die Möglichkeit, die du jetzt zu investieren hast. Warum duzen Sie mich denn auf einmal? Warum duzen Sie mich denn auf einmal? Ja, weil es mir jetzt vollkommen egal ist. Ja, natürlich, weil du ein Betrüger bist. Und noch dazu ein so dummer Betrüger. Ich lache dich aus. Ja, und schon hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Hervorragend. Ja. Genau, hast du bewiesen. Du wirst dich auch wieder auf YouTube hören. Ich weiß, ist dir egal. Komm, leg gleich auf. Während des Anrufs habe ich ihn ja in mehrere Fallen laufen lassen und seine Aussagen haben bewiesen, dass er keine Ahnung von der Materie hat. Er hat zugegeben, Insidergeschäfte zu machen, die ja weltweit verboten sind. Auch seine Lizenz ist von einer anderen Firma, was ich ihm bewiesen habe. Letztlich blieb ihm nur, mich zu beleidigen und damit seinen Betrugsversuch zu bestätigen. Ich hoffe, dass ihr, falls ihr wirklich investieren wollt, nicht auf solche Anrufe reinfallt und die Webseiten und Lizenzen genauestens überprüft. Es gibt im Internet genug Möglichkeiten, Betrüger von legalen Firmen zu unterscheiden. Also bleibt neugierig und aufmerksam. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Euer Callcenter-Crasher.